Der Strom ist aus, der Wind wird weniger. Servus und herzlich willkommen zurück zu Planet Base. Willkommen zurück zur zweiten Folge. Mein Name ist immer noch Mr. Smith. Ich spiele immer noch alleine und ich nenne das Ganze bald Mr. Smith zockt. Hört auf, mir WhatsApps zu schreiben, wenn ich versuche, Folge aufzunehmen. Es ist immer noch mein erstes Projekt, allein aufgenommen. Wie gesagt, bitte um Verständnis. Vielleicht, wenn es noch nicht alles perfekt hinhaut, man bemüht sich. So, und wir bauen, wie gesagt, unseren Multi da um. Essen funktioniert, obwohl es gerade wieder runtergeht, warum auch immer. Vielleicht, unter Umständen, möglicherweise. Ich will jetzt das Lager als nächstes haben. Mir gefällt das nicht, dass das da so rumliegt. Die Damen, da haben wir mal. Jetzt haben wir da Landeplatz, Mine. Den Landeplatz werden wir dann als nächstes machen, dass wir mehr Kolonisten haben. Monolith. Ein episches, völlig sinnfreies Symbol der Errungenschaften. Ein Riesenpenis. Wegweiser. Aha. Gut, wenn wir dann einmal so groß sind, dass wir das brauchen. Ein Biodome. Das Lager. Das Lager sollte eigentlich irgendwie zentral sein, oder? So, rein, logisch. Wirklich da weit rüber. So, verbinden. Sehr geil. So, was kann man im Biodom machen? Bin gespannt. Lass uns einrichten. Eine Bank. Wow. Shift. Kann ich mit Shift drehen? Ich will drehen. Toll. Voll verpeilt. Eine Trainingsanlage. Anscheinend Wasserspender sind wichtig. Und eine Pflanze. Ist interessant, man kann immer drei Sachen reinstellen. Vier. Naja, sehr schön. Wir sind noch nicht mehr. Wir haben vier Essplätze, sieben Leute und vier Betten. Das muss reichen. Schichtbetrieb ist angesagt. Und er rennt schon wieder. Und nachts werden sie alle rosarot. Ja, also wie gesagt, das Lager ist dringend nötig, weil der Weg von da darüber und da müssen wir noch da irgendwo Luftschleuse bauen. Das ist ganz schlecht. Eher da. Da haben wir ja totes Ende. Ja, das muss einmal fertig werden. Tipps für Ressourcen. Wir brauchen keine Tipps. Man könnte wieder schneller drehen, aber das ist mir vorher schon passiert. Beim schneller drehen verliert man recht schnell den Überblick, muss ich sagen. So, Wasserspeicher ist definitiv voll. Stromspeicher füllt sich... Nein, der wird leer. Ist aber kein Problem. Wir haben volle Windgeschwindigkeit. Oh yeah. Sehr schlecht. Wie können wir... Halbleiter brauchen wir nicht. Wir brauchen jemanden, der... Nein, nicht recyceln.
Das sollte man vielleicht bauen. Einer unserer Bots ist schon... Oh, es sind beide Bots hin. Bots. Gut, wenn es doch etwas schneller dreht, nachdem die zwei Bots kaputt sind, könnte es nämlich ein bisschen länger dauern. Menschen arbeiten langsam. Wie sind nicht alle durch die Gänge wuseln? Hier wird nicht gelaufen. So, das Lager ist fertig. Das Schöne ist, dann kann man auch Bots bauen. Ja, sie hat gesagt, viele Verbindungen sind schlecht, aber zum Warenlager braucht man viel Verbindung. So, wie schaut die Produktion? Beide nämlich hin. Okay, K.O. Er ist irgendwie in der Wand stecken geblieben. Okay. Ah, schön warm. Mahlzeit. Dekorativ, Pflanze. Dekoration, Pflanze. Yeah, eine Pflanze. Und die Bank, die ins... Ja, viel sieht man von der Bank aus nicht. Was, warum bist du unglücklich, mein Freund? Teile deine Sorgen mit mir. Du hast wenig Sauerstoff. Ja, würde ich schneller laufen an deiner Stelle. Der ist nicht sehr glücklich. Moral ist schlecht. Tja. Ich sehe das schon, die werden der Meuterei irgendwann gegen mich starten. Wasser. Ah, okay, die Baustelle ist schon so weit weg, dass es richtig knapp wird. Wir brauchen wirklich auf der Seite dann eine Luftschleuse, es hilft uns nichts. Das war knapp, ey. So, der müsste sich wieder füllen. Der füllt sich nicht. Wieso nicht? Jetzt wird er dann bedrohlich leer. Hm. Ja, ich glaube, wir sollten uns dann um unsere Stromversorgung kümmern. Mal das da hinten schnell fertig bauen. Aha, aha, oh, Moment. Wie hat denn repariert? Sehr interessant. Okay, dann war das für nichts, dass wir die gebaut haben. Die werden auch so repariert. Wir brauchen Strom und das dringend. Er füllt sich jetzt aber wieder. Hm. Das schauen wir uns trotzdem noch eine Runde an. Bot-Werkstatt? Hm. Na, wir wollen sie reparieren. Die kleinen Scheiße noch ganz sind, wenn wir sie brauchen. Sehr schön, und sie tragen schon brav die Sachen ins Lager. Kleine Regale wären schön, aber im Endeffekt wird es ausschauen wie da, nur drinnen. Was? Wir machen Ersatzteile. Er steht einmal am 3D-Drucker, würde ich sagen. Gut, oder an der CNC-Fräse, wie man es nimmt. Auf Fernsehschrank arbeiten. So, der fühlt sich eigentlich recht hurtig. Naja, Station wird und wird. Den Wasserspender hat bis heute keiner baut. Metallproduktion. Hm.
Oh. Recht knappig. Wir brauchen Ressourcen. Uns geht das Bioplastik aus. Wie uncool. Wir haben aber 5 Stärke. Warum arbeitet keiner am Bioplastik? Wir haben 12 Ersatzteile. Die Struktur können wir dabei einmal eigentlich deaktivieren. Ja, das könnte knapp werden. Ich hoffe, dass das kein Fehler war und das nicht gerade unsere ganze gibt ja kein Bioplastik mehr. Wunderbar. Und die Station ist auf. Hops geht. Kein Strom ist furchtbar. Kein Strom heißt kein Sauerstoff und kein Sauerstoff heißt ein Haus von toter Kolonisten. Tja, das könnte euer letztes Essen sein. Es ist schon sehr 2D, das Essen. Naja. Ah Gott, okay, ich meine, es gibt Kolonisten, es ist ja eh schon schlecht. Ich habe Angst. Es geht verdammt schnell runter. Was ausgeschaltet ist, braucht keinen Strom. Naja, für langsam ist es das nicht worden. So, können wir das ja produzieren. Wir haben noch genau so viel. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Hey, du da mit dem hübschen rosa Anzug. Geh mal. 1, 2. Der hat doch, kostet doch 4, oder? Da ist der. Er steht da noch. Essen haben wir genug. Das ist, funktioniert spitze. Da werden wir dann noch ein bisschen zweite Ressourcenproduktion einsetzen. Energiespeicher ist niedrig. Ah, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, Schlotter, Schlotter. Könnte bitte jemand das letzte Eisenteil holen? Heute noch. Ja. Sehr brav. Schaut gut aus. Los, Wally, rette die Station. Ah, klasse, es ist gerade beim Essen, fahren die Androiden da mit irgendwelchen Sachen vorbei. Drehscheibe Kantine.
Oh toll, es geht gerade. Aha, es geht die Windenergie zurück. Auf fast null. Und sie ist auf null. Und sie werden alle sterben. Und Wally hat es nicht geschafft, es zu bauen. Oh, komm schon. Komm schon. Sie werden gleich alle sterben. Ja, es bewegt sich. Puh. Na, damit wäre bewiesen, ich habe vorher nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung. Es war verdammt knapp gerade. So, damit sollte das Ganze wieder ein bisschen... Das geht wieder aufwärts, sehr schön. Können wir da ein paar Sachen einschalten? Schauen, dass man ordentlich was... es geht schon wieder zurück. Es könnte noch mal verdammt knapp werden. Überlegen, ob wir nicht noch ein zweites PV-Modul bauen, aber im Moment, wir haben nicht einmal die Ressourcen dafür. Nein, haben wir nicht. Es geht zwar noch aufwärts, aber langsam. Also eindeutig auf das Energie, auf die Energiesache muss man eindeutig sehr gut aufpassen. Ja, jetzt steht's. Jetzt geht's bergab. Eieieiei. Es steht der Wind. Ganz schlecht. Tja, das ist mit diesen erneuerbaren Energien. Aber gut, das alte Kohlekraftwerk kann man sich wenigstens verlassen. Ah, den haben wir schon ausgeschaltet, ne? Ja, bewegt euch. Sehr schön. Ah, wir haben unser erstes Bioplastik wieder hergestellt. Die Produktion ist halt recht mau. Wir brauchen Metall. Wir brauchen Metall, um Metall herzustellen. Okay. Moment, haben wir nichts. Ja, ich muss sagen, das Spiel geht von vornherein recht gut los. Es schaut am Anfang eindeutig leichter aus, als es wirklich ist. Also man ist ziemlich dazu hingerissen, so gleich loszubauen, ohne irgendwelche Probleme und irgendwie... erschlagen einen die Probleme dann ziemlich schnell. So wie keine Energie mehr, weil nichts Wind, wie wir gerade vorher gesehen haben. Oder dass man jetzt einfach keine Ressourcen mehr hat. Das hat auch durchaus mit dem weiten Weg zu tun, den wir zwischen der Schleuse haben und der Mine. Sollten vielleicht dann noch irgendwo seitliche Mine dazu bauen.
Bei Schleuse kriegen wir da leider keine mehr unter. Ich gebe zu, ultimativ effizient ist diese Stadt nicht. Aber man kann es durch reinen Wahnsinn eindeutig kompensieren. Wir brauchen mehr Ressourcen, also produzieren wir einfach mehr. In dem schlimmsten Fall recyceln wir die Mine. Stellen sie nochmal da auf und machen da... Ist eigentlich gar nicht so blöd, wenn man da irgendwo Mine... Ja, so, die Mine daher und daneben gleich den Ausgang. Könnte man dann da herstellen. Dann hätten wir keine Probleme mehr. Aber das dauert nur, weil dafür braucht man noch Material. So, zwei Produktionseinheiten, sehr schön. Der Speicher füllt sich wunderbar. Hauptsache Essen geht uns nicht aus, das ist das Wichtigste. Arzneimittel, nachdem sie nur anscheinend keiner WLAN hat und wir keine Krankenstation haben. Wasser funktioniert auch sehr gut, wir produzieren doppelt so viel, wie wir brauchen. Gut, der Wind geht schon wieder zurück. Ja, also, um ein zweites Photovoltaikmodul werden wir nicht herumkommen. Wir brauchen schon wieder mehr. Es wird Nacht. Gut, in der Nacht ist das Photovoltaikgerät natürlich vollkommen für den Hugo. Mondenergie läuft es recht mäßig. Ich weiß, Photovoltaikanlagen produzieren auch mit Mondlicht, weil sie mit Licht funktionieren, nicht mit UV, würden sie theoretisch Strom produzieren. Theoretisch. Daher, in dem Fall Windenergie, in dem Fall jetzt im Moment gar keine Energie. Wunderbar. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir den Stromspeicher irgendwie vollkriegen. Wir brauchen immer mehr und mehr Strom. Er wird sowas von schnell leer. Energiespeicher niedrig, ja wunderbar. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr in die Infrastruktur investieren sollen. Na, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Eine Runde. Ob das Ganze jetzt schlecht ausgeht, sehen wir in der nächsten Folge. Entweder wir schaffen das oder ich zeige euch dann die neue Station, die wir gebaut haben. Der Strom ist aus, der Wind wird weniger. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Mr. Smith. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen da, haut was in die Kommentare. Schönen Abend noch, ciao.